Aber das wird heute eine ganz, ganz brettharte Aufgabe für ihn. Das kann ich schon mal ankündigen, weil der Mann, auf den er gleich trifft, ich will nicht zu viel vorankündigen, das ist nicht nur ein bunter Hund, ein wilder Hund. Das war ein ganz schön kerniger Athlet. Aber jetzt wollen wir uns angucken hier, Marcel Quietsch. Drei Profikämpfe, alle drei gewonnen. Einen davon durch K.O., zwei durch Punktentscheid. Also der Mann, der hat eine weiße Weste. Und dieses Reinkrabbeln ins Cage, das musst du mir vielleicht mal irgendwann erklären. Ich weiß nicht, warum sie das gern machen, die Sportler. Haben wir heute schon einige Male gesehen. Ja, meines Wissens nach ist das so eine Tradition, die Anderson Silva so ein bisschen losgestoßen hat, die Spinne. Beide Kämpfer sehr fokussiert, Eluta und Marcel. Marcel kann den Blick von seinem Gegner gar nicht abwenden. Beide ungefähr gleich groß hier in der Gegenüberstellung. Das Main Event hier bei Wheel of MMA 47 in Düsseldorf. Boah, da geht es gleich wuchtig rein. Beide warten nicht. Nein. Schöner Low Kick. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, hier in dem Kampf, da werden keine Gefangenen gemacht. Nee. Und Marcel Quietsch, der hat wirklich den Blick, also wie ein Laser, fixiert auf Eluta Eagle. Festgeschraubt. Die ziert, die hat die kürzeren Arme. Oh, dann nimmt er die rechte. Aber die schluckt er, ohne eine Reaktion. Ja. Ist doch etwas zaghaft. Fuchtelt viel mit den Händen rum. Oh, auch wieder hier die rechte. Eluta, dadurch, dass er der Mann mit den längeren Armen ist, ist er derjenige, der dann in den Schlagabtäuschen hier öfters noch eine Hand mehr drin hat. Ja, Marcel ist ein bisschen steifer. Der steht recht gerad. Ja, er wirkt etwas gehängt. Richtig zentriert so. Oh, aber da ist schön der linke. Aber er peilt ihn genau an. Ja. Das ist ein spannendes Duell. Das wird ein spannendes Duell noch. Arbeitet viel mit Täuschungen. Ja, wieder Kopftreffer. Aber auch beim Rausgehen nimmt Eluta immer noch eine Hand mit. Also wird getroffen noch. Oh, hier, schöne linke von Marcel. Da ist noch nicht wirklich Wucht hinter den Schlägen von Marcel. Also, er zieht nach vorne, aber zieht gleichzeitig zurück. So, jetzt hat Eluta mal ihn erwischt mit der linken am Kopf. Mit den Beinen haben sie bisher kaum was gemacht. Eluta einige Low-Kicks innen wie außen. Ja, Marcel wirkt wirklich wieder etwas steifere Kämpfer. Da ist Eluta sehr viel elusive, sagt man. Beweglicher, explosiver. Ja, wir sind beide in Bewegung. Beide pendeln viel mit den Händen hin und her. Ja, Marcel aber sehr viel statischer mit dem Kopf. Wenn man, oh, schön. Sehr viel statischer mit dem Kopf. Eluta ist da sehr viel mehr mit dem Kopf zugange. Viel mehr Kopfbewegung auch. Fast reines Boxduell. Oh, schön ausgewichen. Schöner Low-Kick. Da kommt gleich die Antwort von Eluta. Das habe ich irgendwie so im Gefühl. Marcel hat jetzt ein bisschen Oberwasser. Darf die Rechte nicht zu weit weg vom Kinn nehmen.
Also den erschüttert aber auch nichts, Marcel Quietsch. Da ist keine Reaktion zu sehen, ob er mal einen Treffer bekommt oder wenn Druck plötzlich da ist von den Lusser, dann... Schön die Rechte reingezimmert. Low-Kick genommen, aber die Rechte gekontert. Ja, ich stimme dir zu, aber Eluta hat bis jetzt auch noch nicht wirklich hundertprozentige Wucht in die Schläge hineingebracht. Ich glaube, das sieht nochmal anders aus, wenn Eluta richtig zuschlägt. Marcel nimmt die Rechte immer runter, wenn er nach vorne geht. Das ist gefährlich. Siehst du das? Rechte ist immer am Kinn angetackert, bis er nach vorne geht. Dann geht sie runter. Das wäre etwas, auf das ich achten würde, wenn ich Eluta wäre. Ja, aber versucht sie dann eher wie diesen sogenannten Jab zu schlagen. Also dieses etwas Hängende von der Brust aus eher. Mhm. Luther bekommt jetzt hier aus seiner Ringecke die Anweisung, etwas mehr mit Kicks, mit Low-Kicks zu arbeiten. Das machen beide wirklich sehr wenig. Zu wenig. Ja gut, und Marcel durch seine Ausbildung beim Boxen, beim Karate, Kickboxen, das sind alle Standsportarten. Also der wird sicherlich nicht unbedingt auf den Boden wollen. Und auch Eluta hat ja so das Boxen erst gehabt, dann erst das MMA. Kann gut sein, dass es dann auch in der zweiten Runde, so sie denn bald beginnen wird, ich glaube auch, das wird dazu kommen, dass das dann auch ein Kampf im Stand weiterhin bleibt, was nicht unattraktiv ist. Schön. Marcel nimmt wirklich immer wieder diesen rechten Low-Kick, aber kontert sofort mit der rechten oben rein. Wow, also... Wem gibt man jetzt die Runde? Das ist ein Unentschieden in meinen Augen. Da in der Situation jetzt, da wäre das Unentschieden, glaube ich, wirklich angebracht. Vorher bei den anderen beiden Kämpfen, die Unentschieden aussehen, da hatte ich auch einen Favoriten, aber ich hätte so bis zum Beginn der vierten Minute hätte ich gedacht, dass Marcel doch mehr Treffer gesetzt hatte. Aber er hat dann doch noch zwei, drei Hände wirklich dann bekommen in dieser letzten Minute. Jetzt wirklich. Und ab und zu war eben dann doch mal einfach der Kick da von Eluta und da hat Marcel so gut wie nichts gebracht. Da waren, glaube ich, zwei Bewegungen mit den Füßen. Ansonsten hat er sie reingebraucht, um zu stehen. Ich habe es fast umgekehrt gesehen. Ich habe Eluta am Anfang mehr vorne gesehen und dann ist Marcel am Ende etwas mehr gekommen. Aber hört ihr das mal an. Unsere beiden Meinungen gehen komplett auseinander, aber sehen beide in Unentschieden. Das heißt, beide müssen hier mehr auf jeden Fall bringen, müssen den Gameplan vielleicht ändern. Also wenn beide jetzt mit der gleichen Taktik nach vorne gehen würden, müssen sie die Intensität hochfahren. Also um eindeutig die Runde zu gewinnen. Vielleicht mal ein Takedown-Versuch zwischendurch würde vielleicht mal auch ganz gut tun, mal zu zeigen, dass man ringerisch der stärkere Mann ist, vielleicht mal, ich meine, hätte jetzt einer von beiden zu Ende der Runde nochmal einen Takedown geholt oder sowas, hätte man klarer eine Runde geben dann können. Dann hätte er den Zuschlag wahrscheinlich bekommen. Genau. Aber da macht keiner von beiden auch die Anstalt, überhaupt ranzukommen an den Gegner oder so Druck aufzubauen. Beide sind relativ zentral in der Mitte vom Cage. Also keiner versucht auch wirklich so viel Druck zu machen, um den anderen mal irgendwo mit dem Rücken dann nachher am Zaun zu stellen. Da, oh, schön. Da hat er gewackelt. Ja, da wackelt er immer da noch. Da wackelt er noch. Und jetzt bin ich gespannt, was macht Marcel jetzt daraus? Jetzt ist... Eluta macht's clever. Ja, macht's clever. Clincht sofort, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen und die Attacke zu unterbinden. Und jetzt sehen wir auch mehr Ringen. Jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt hier die Oberhand hat. Weil hier kann es sich entscheiden. Weil jetzt, das war eine gute Aktion von Marcel. Das wird auf den Punktrichterzetteln sicherlich Eindruck gemacht haben. Aber vielleicht findet er jetzt hier zwangsweise in diese Situation gebracht eine andere Stärke, die er gegen Marcel einsetzen kann. Aber er will sich wohl weiter ballern, wie es aussieht. Aber Marcel hat jetzt gesehen, er hat ihn damit angeklingelt. Vielleicht verschleppt Eluta damit noch etwas von dieser Schlagwirkung. Jetzt muss er etwas hinterhergehen. Eluta ist ein bisschen im Rückwärtsgang. Ja, der lässt aber auch... Das macht er jetzt schon eine ganze Zeit, immer nach dem Schlag die linke hängen, Eluta Eagle. Ja.
So, oh, jetzt mal ein Low-Kick von Marcel Quietsch. Die sind beide sehr sturköpfig, beide wollen es wirklich nur mit Boxen wissen. Jetzt macht Quietsch mehr Druck. Aber lässt ihn jetzt auch wieder laufen. Lässt ihn auch wieder laufen. Gerade eben stellt er ihn noch. Jetzt ist die rechte Seite offen. Oh, schön. Ja. Wieder ein guter Treffer. Nicht so stark wie der erste, der ihn angeklingelt hat, aber trotzdem wirkungsvoll. Marcel hat jetzt hier Oberwasser. Darf er sich jetzt nicht lähmen lassen, wenn er die Runde gewinnen will. Die erste war sehr knapp. Schön. Ilusa schlägt jetzt auch ganz, ganz wenig, sehr selten. Entweder haushaltet er mit den Kräften. Er bewegt sich immer noch viel. Ich glaube, er ist eher etwas, er hat Respekt bekommen von Marcel. Oh, und Marcel wirklich taucht hier ab und setzt immer noch mal einen hinterher. Schön, Low Kick. 2 Minuten noch knapp auf den Zähler. Ja, dieser Low Kick, der kommt jetzt häufiger von Marcel Quietsch. Und bei Ilusa Eagle da. Da werden die Aktionen immer sparsamer. Ja, Marcel hält das Tempo schön an linker Haken. Aufwärtshaken, links ans Kinn. Oh, jetzt trifft aber auch Eluta. Oh, und das war's. Wow. Und das war's. Wahnsinn, Respekt an Marcel. Knochen trocken die Rechte. Großen Respekt an Marcel, dass er da nicht nochmal hinterhergesetzt hat. Wahnsinn. Ans Kinn Wahnsinn. Geschossen und das hat er, glaube ich, gleich erkannt, dass das wirklich Schluss ist. Das erinnert mich an George Foreman, der gesagt hat, so, ich habe großen Respekt vor Muhammad Ali. Den härtesten Schlag im Kampf beim Rumble in the Jungle hat er nicht abgefeuert. Weil guckt hier, er war schon K.O., er wusste, hier brauche ich nicht mehr nachzuschlagen und er hat gestoppt auf dem Weg dahin. Wow, ohne dass der Referee war schon da. Der Sieger im Main Event.